kommt. Wer kommt jetzt? Unser Kabarettist. Und er heißt, ich hoffe, ich habe es ein bisschen geübt mit ihm zusammen, Özgür Cebe, der Kabarettist, der uns jetzt mal einiges vielleicht zu Hanf um die Ohren haut und das kabarettistisch. Cebe, Özgür. Dankeschön. Hey, soll ich das nehmen? Ja, kiff, kiff, hurra. Liebe Freunde, es freut mich sehr. Ihr seid gut drauf. Du bist vor allem drauf, merke ich gerade. Ne? Du bist topfit. Ich hoffe, wir haben jetzt gerade gehört, Monika, die Bezirksbürgermeisterin, hat gerade gesprochen, ist ja von den Grünen. Und was ich ganz cool finde, die Grünen, die sind ja für die Legalisierung von Cannabis. Ja, das finde ich eine tolle Sache. Ich komme ja aus dem Rheinland und in Köln ist es ja so, in Köln wollen die Grünen ja tatsächlich einen Coffeeshop eröffnen. Den ersten in Deutschland wollten die machen. Finde ich eine tolle Sache. Was ich an der ganzen Geschichte nicht verstehe, ist das Rauchverbot, was die Grünen befürworten. Weißt du, erst machen die mich heiß auf eine Sache und dann nehmen sie es mir weg. Ich meine, das ist doch genauso logisch, wie wenn meine Jugendliebe mich anruft und sagt, hey, komm rüber, es ist keiner zu Hause. Und ich gehe rüber und das ist keiner zu Hause, weißt du? Ihr habt das ja mitbekommen, wir haben ja diese Debatte, wo es ja darum geht, jetzt soll es jetzt legalisiert werden, Cannabis oder nicht? Wir sind natürlich für die Legalisierung, ne? Und dann gibt es natürlich das Lager, die sind ja strikt dagegen, vor allem zum Beispiel die Märkte, die kennst du ja aus den bayerischen Bierzelten, die dann meistens so Sachen sagen wie, keine Macht in Drogen! Und warte, ich muss hier reden. Und zusammenfassend, ich rede gleich mit dir. Und zusammenfassend kann man sagen, ja, wir befinden uns tatsächlich in einer Zeit der Cannabis-Prohibition. Ja, so was Ähnliches gab es ja schon mal. Und zwar in den 30ern der USA. Allerdings war es damals die Alkoholprohibition. Aber Freunde, wer hat damals am meisten von dieser Alkoholprohibition profitiert? Wer war das? Nee, die Mafia. Die Mafia. Und wer profitiert heute vor allem hier in Deutschland von der Cannabis-Prohibition? Die Pharmaindustrie. Ne? Jetzt könnte man sagen, so, oh, wie kann man das vergleichen, Pharmaindustrie und Mafia? Ich kann es verstehen. Ich meine, wer möchte schon in einem Atemzug genannt werden mit der Pharmaindustrie? Aber, Freunde, hört mal, sogar Dankeschön, eine Person oder zwei. Ihr seid auch da. Sogar Horst Seehofer hat mal in einem Interview gesagt, und das ist kein Scherz, die Politik ist machtlos gegen die Pharmalobby. Und das schon seit 30 Jahren. Weißt du, mittlerweile ist er eingeknickt. Ne? Der ist eingeknickt. Wahrscheinlich haben die ihm ein Angebot gemacht, das er nicht ablehnen konnte. Wahrscheinlich war es sogar die Firma Pfizer. Kennt ihr die mit den blauen Pillen, die Firma Pfizer? Ne? Horst, Don Viagra schickt mich. Er sagt, wenn du die Legalisierung von Cannabis blockierst, ist das eine tolle Sache. Ja, ich weiß, die Latte hängt hoch, aber tu, was er sagt, dann steht er immer zu dir. Ne? Und Freunde, am Anfang habe ich mich gefragt, ne, warum hat denn die Pharmaindustrie jetzt so ein Interesse daran, dass Cannabis jetzt nicht legalisiert wird? Bis ich rausgefunden habe, dass das Zeug bei sehr, sehr vielen Krankheiten hilft. Ne, aber weil man Cannabis jetzt nicht patentieren kann, ja, sucht man natürlich nach fadenscheinigen Argumenten, um es zu verbieten. Weißt du, so fadenscheinige Argumente wie, ja, Cannabis, das macht lethargisch, man wird teilnahmslos und lässt so alles so an sich abprallen. Und als ich das dann gehört hatte, habe ich mich gefragt, hat Angela Merkel uns was zu verheimlichen? Und und liebe Freunde, ich persönlich, ich bin für die Legalisierung von Cannabis. Und du auch, ne? Und ich bin mir sicher, das wird kommen, weil im Laufe der deutschen Geschichte, da gab es immer absurde Gesetze. Hat einer von euch, kennt einer diesen sogenannten Paragraphen 175? Hat das noch einer auf dem Schirm? Wisst ihr, was das war? Den BTM-Paragraphen, den kennst du auf jeden Fall. Aber 105, das war der sogenannte Schwulen-Paragraph. Also man hat tatsächlich, man hat erwachsenen Leuten einvernehmlichen, gleichgeschlechtlichen Sex verboten. Kannst du dir das vorstellen? Weißt du, und warst du, sagen wir mal, in den 70er Jahren, warst du schwul und Kiffer, hattest du die Arschkarte. Okay, so meine ich das jetzt nicht. Ich meine das jetzt anders, weißt du so. Ich gebe mal ein anderes Beispiel. Tätowierungen, Tattoos. Freunde, vor 30 Jahren hast du jemanden auf der Straße gesehen mit einer Tätowierung. Ja, hast du gesagt, hier, ey, Knacki, kriminell, ne? Wusstest du direkt Bescheid, ne? Aber mittlerweile ist jeder Fünfte tätowiert. Jeder Fünfte. Weißt du, schau mal 20 Jahre in die Zukunft.
da werden in Deutschlands Freibädern nur noch tätowierte Rentner rumrennen. Weißt du, so tätowierte Rentner wie, sagen wir mal, Opa Kevin oder Oma Chantal, ne, so heißen die da dann alle. Ne, und ich finde, wenn die Menschen uns aus der Vergangenheit sehen könnten, weißt du, aus dem Mittelalter, wenn die Menschen uns aus dem Mittelalter heute sehen könnten, wie wir leben, weißt du, im Mittelalter war es ja so, da war es zum Beispiel so, wenn du als Frau naturwissenschaftlich was drauf hattest, da wurdest du als Hexe verbrannt. Überleg mal, heutzutage ist das anders. Wenn du heute in Deutschland als Frau was drauf hast, in der Naturwissenschaft, da schaffst du es sogar bis zur Bundeskanzlerin. Manchmal frage ich mich, wo ist die Inquisition, wenn man sie mal wirklich braucht? Ne? Und nicht alles ist schlecht, was alt ist, Freunde. Nicht alles ist schlecht. Ne? Und Cannabis ist uralt. Und ich finde, Cannabis macht nicht aggressiv. Ne? Hätten die Leute im Mittelalter mehr gekifft, anstatt zu trinken, weißt du, hätten sie auch weniger Hexen verbrannt. Und Freunde, ne, Cannabis macht nicht... Habt ihr schon mal zwei Bekiffte bei einer Schlägerei gesehen? Ich einmal. Einmal, das sah aus wie Unterwasserkarate. Da passiert gar nichts. Da passiert gar nichts. Freunde, wir haben in Deutschland kein Cannabis-Problem. Wir haben kein... Das Einzige, was wir hier haben, ist ein Alkoholproblem, weißt du? Ja, cheers. Ne, ich trinke es ja auch, weißt du? Aber überleg mal, an den Folgen von Alkohol sterben jedes Jahr, an den Folgen, Prost, an den Folgen von Alkohol sterben jedes Jahr, alleine hier in Deutschland, 74.000 Menschen. Kannst du dir das vorstellen? Als ich das gehört habe, ist mir vor lauter Schreck die Flasche Wodka aus der Hand gefallen. Überleg mal, weißt du, 74.000 Menschen, weißt du, Und an den Folgen von Cannabis, ne, sind bisher gestorben, weltweit, 2. Laut einer Studie vom ADAC. Ne, also, okay, nein, Quatsch, das ist Quatsch. Nee, es stand in der Bild-Zeitung. Ne, und obwohl 74.000 Menschen an den Folgen von Cannabis sterben, weißt du, schaffst du es trotzdem nicht, beziehungsweise, was rede ich da, an Alkohol sterben, schaffst du es trotzdem nicht, Alkohol hier in Deutschland zu verbieten. Ne? Das ist genauso, wie wenn du den US-Amerikanern das Recht auf Besitz von Schusswaffen verbieten würdest. Ne? Und das, obwohl jedes Jahr in den USA 30.000 Menschen an den Folgen von Schussverletzungen sterben. Kannst du dir das vorstellen? Aber was sagt die Waffenlobby? Die Waffenlobby schaut nach Deutschland und sagt, hey, in Deutschland sterben 74.000 Menschen an Alkohol. Ihr seht also, Schießen ist gesund, weißt du? Und Dankeschön. Ne, gleich. Ich komme zu dir gleich. Ne? Da siehst du, und jetzt stell dir mal vor, wir hätten die gleichen Waffengesetze wie in den USA und dann noch der lockere Umgang mit Alkohol. Weißt du, gehst du in Kreuzberg in eine Kneipe, bestellst dir eine Berliner Weiße mit Schuss und bist tot, weißt du? Und Freunde, ich finde so, Saufen ist so ein bisschen Kopfschutz auf Raten, weißt du, Kopf, wirklich. Ne, guck mal, überleg mal, Saufen macht vergesslicher als Kiffen, das unterschätzen viele. Ne, zum Beispiel auf Ballermann, auf Mallorca, fragen sie sich seit Jahren, lebt denn der alte Holzmichel noch, weißt du? Und obwohl die Antwort ist, ja, er lebt noch, fragen die immer wieder nach, weißt du? Stattdessen müsste man fragen, kifft denn der alte Hanfmichel noch? Ja, er kifft noch, verdammt nochmal. Und das wird er auch immer weiter tun. Nee, Freunde, ich habe jetzt nichts gegens Trinken. Ne? Ich trinke ja selber mal gerne. Hey, Chillemille, Party. Ich habe keine Probleme damit. Aber weißt du, wo ich gegen bin? Ich bin gegen die Scheinheiligkeit mancher Politiker. Zum Beispiel, ich nenne mal einen Namen. Zum Beispiel Marlene Mortler. Kennt ihr die? Ja, das ist die Drogenbeauftragte unserer Bundesregierung von der CSU. Ja, Marlene Mortler, weißt du, ist ja strikt gegen die Legalisierung von Cannabis, versucht das zu verhindern. Aber google mal ihren Namen. Marlene Mortler, seit 235 Jahren im Familienbesitz, ein Hopfenhof. Weißt du, also wenn jemand Ahnung vom Saufen hat, dann weißt du Bescheid, ne? Und du weißt auch Bescheid, aber auf ihrem Familienwappen steht sogar, weißt du, Hopfen und Malz, Gott erhalts. Verstehst du? Was würde draufstehen, wäre sie auf einer Hanfplantage groß geworden? Kiffen vor vier und du brauchst kein Bier? Freunde, weißt du, ich verstehe es einfach nicht, weißt du? Ich verstehe es nicht. Ne, man, ne, und die Frau ist ja von der CSU und die CSU steht ja so ein bisschen
für Überheblichkeit und leichte Arroganz, würde ich mal sagen. Weißt du, und die finden sich ja etwas größer und fortgeschrittener als, sagen wir mal, manche muslimischen Länder und machen sich lustig über muslimische Länder. Aber, Freunde, eins sage ich euch. Nehmen wir mal als Beispiel Afghanistan. Auch wenn der Alkohol zum Beispiel in Afghanistan verboten ist, ja, als Medizin ist er zumindest zugelassen. Als Medizin. Weißt du, mich regt das auf. Ich schaue auf ein Land, was im Mittelalter hängen geblieben ist und mit Demokratie überhaupt nichts anfangen kann. Aber komm, egal, ich habe genug von Bayern geredet. Kommen wir wieder zurück zu Deutschland, weißt du? Ne? Freunde, ich bin für die Legalisierung von Cannabis, weil es hilft beispielsweise bei Morbus Crohn, das ist eine chronische Darmkrankheit, es stoppt die Schübe. Weißt du, es hilft beim Tourette-Syndrom. Das kennt ihr doch, oder, das Tourette-Syndrom? Das ist, da hast du diese Ticks oder du fluchst unkontrolliert und du kannst nichts dafür. Oder auch bei Krebs. Es hilft sogar bei Krebs. Und da rede ich jetzt mal aus eigener Erfahrung, weil, Freunde, ich hatte mal Krebs, ne? Also diese Narbe am Hals, das ist tatsächlich ein Souvenir. Ich weiß, das senkt ein bisschen die Stimmung, aber ich meine, Freunde, Krebs, das kann jeder kriegen, leider Gottes. Das ist ein ernstes Thema, aber Krebs macht nicht halt, weder vor arm noch reich. Weißt du, bei den Reichen heißt es ja auch Krebs und nicht Hummer. Und ja, ich weiß, das ist ein blödes Thema. Ich wurde mal gefragt, hey, darf man über Krebs Witze machen und so? Ich sage, Freunde, du darfst über alles Witze machen. Über jeden Scheiß darfst du Witze machen. Weißt du, ein Krebskranker im Endstadium darf auch Witze über seine Krankheit machen. Weißt du, du darfst auch über den Islam Witze machen. Weißt du, das Resultat ist oft dasselbe. In beiden Fällen bist du tot. Und ich sag mal so, als ich dann im Internet gelesen habe, Cannabis heilt Krebs, weißt du, da hältst du an jedem Grashalm fest und das habe ich gemacht, weißt du, und das habe ich wirklich gemacht. Du darfst nur eins nicht erzählen, weißt du, du darfst deinem Drogendealer niemals erzählen, dass Cannabis Krebs heilen kann. Das darfst du nicht machen. Den Fehler habe ich gemacht, seitdem dealt er nicht mehr, der gibt nur noch Sprechstunden. Und ich sag mal so, Freunde, mir ist es scheißegal, was ein Arzt sagt. Mich hat mal wirklich ein Arzt ausgeschimpft, der hat mich fertig gemacht. Der hat gesagt, wie können Sie so einen Scheiß labern? Sie haben doch gar keine Ahnung. Cannabis ist karzinogen, das ist schädlich, Sie schaden den Leuten. Was erzählen Sie für einen Mist? Sie haben doch gar keine Ahnung. Hören Sie auf mit dem Scheiß. Und da habe ich gesagt, weißt du was, ne? Mir ist es scheißegal. Ich habe den Krebs besiegt mit Cannabis und Cannabis ist für mich nicht nur ein Genussmittel, es ist auch eine Medizin. Gut, seitdem habe ich jetzt ein paar Nebenwirkungen bekommen. Bei mir hat sich zum Beispiel, also ich habe Tourette bekommen, aber ich komme damit klar, ihr Penner. In diesem Sinne, vielen Dank, das war's von mir, Dankeschön. Und Özgür CB, war das richtig? Ja. Vielen Dank für die Worte. Ihr könnt mich übrigens auf ötze.de auf meiner Homepage, Ötze wie Klötze oder wie Mario Götze ohne G, könnt ihr mich gerne besuchen oder auf Facebook adden. Ich würde mich sehr freuen. Dankeschön, macht's gut, das war's von mir.